Hi Leute, willkommen zum 70 Liter Nano Meerwasser Aquarium Teil 2, ein neues Zuhause. Ja, der Goniopora geht es hier wirklich gut immer noch in dem Becken, wie man sieht. Wir sind hier mittlerweile an Tag 10. Die Alveopora schwächelt nach wie vor irgendwie vor sich hin. Und jetzt bilden sich hier erste Kieselalgen an den Steinen oder an der Riffkeramik besser gesagt. Das ist aber auch das Einzige, was man jetzt hier so großartig an Biologie in den Becken beobachten kann. Weil ich habe ja hier nur mal ohne Lebenssteine gearbeitet. Und dementsprechend krabbeln hier auch keine Seesterne rum oder irgendwelche kleinen Krabbel- und Kribbeltiere. Das sieht man halt alles nicht, ne? Ja, aber für mich ist immer das Zeichen, wenn die erste Algenblüte kommt, dann sollte man sich ein paar Schnecken zulegen. Genauso wie ich das auch schon in dem 35 Liter Nanobecken gemacht habe. Wer es nicht kennt, kann gerne die Videos auf meinem Kanal sich dazu anschauen. Ja, ich habe mich hier wieder für 4 Schnecken entschieden, die hier für den Anfang erstmal sich ein bisschen um die Kieselalgen kümmern sollen. Ja, am Anfang, wenn die aus der Tüte so rauskommen, dann hängen die meistens alle aneinander und brauchen die erstmal eine ganze Weile, bis sie sich da wieder voneinander gelöst haben. Aber irgendwann kriegen sie es dann hin. Ja, auch eine neue Koralle soll noch einziehen. Hier eine Pocylopora damicornis. Auf Deutsch sagt man auch Himbeerkoralle dazu. Ja, der Ablegerstein vom Händler hat mir jetzt nicht so gefallen. Passt auch nicht wirklich jetzt in das Becken. Von daher habe ich mir wieder hier so einen schönen Ablegerstein aus meinem Vorratskeller geholt, sage ich mal. Ne? Und dann nehme ich mir hier so einen 2-Komponenten-Korallenkleber. Den muss man hier wirklich sehr gut durchkneten. Und ja, stopf den dann hier ins Loch von diesem Ablegerstein rein. So, dann pule ich den Ablegerstein vom Händler hier runter. Glücklicherweise hat er hier so einen weichen Korallenkleber verwendet, den kriegt man ganz gut runter. Ja, hatte ich allerdings gemerkt, war noch ein bisschen zu wenig Korallenkleber. Muss noch ein bisschen mehr angemixt werden, ne? Also gleiche Prozedur nochmal. Die beiden Komponenten schön miteinander vermischen, verkneten, besser gesagt. So, und dann nochmal drauf auf den Stein. Schön dran modellieren. Ja, bevor man die Koralle anfasst, auf jeden Fall Hände waschen, zwischendurch nicht vergessen. Nicht, dass der Korallenkleber an die Koralle drankommt, das wäre nicht gut für die Polypen. Ja, ich mache es immer ganz gerne, dass ich hier dann in den Korallenkleber, solange er noch ein bisschen weich ist, noch ein bisschen Muster rein modelliere mit so einer Messerspitze. Dann sieht das hinterher nicht mehr so künstlich aus. Dann sieht das so ein bisschen mehr nach Stein aus. Und der Korallenkleber wird ja auch noch schön weiß, wenn er ausgehärtet ist. Sieht das quasi genauso aus wie der Stein. So, und voilà. Haben wir die Pocylopora auf dem neuen Ablegerstein drauf. Ja, muss ich erstmal ein bisschen umschichten hier. Die Pocylopora ist ja eine kleinpolybige Steinkoralle und die auch gerne viel Licht mag. Die wollte ich dann gerne oben drauf stellen. Muss hier erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und hier ist er auch schon. Ja, macht dem deutschen Namen Himbeerkoralle alle Ehre, würde ich sagen. So, und es war an Tag 12. Ja, die Kieselalgen breiten sich langsam aus. Überall zu sehen immer noch. Und sowieso die Beckenbiologie kommt nur sehr schleppend in Gang hier. Dadurch, dass keine Lebenssteine mit drin sind. Allerdings da, wo die Schnecken unterwegs sind, wie man hier sieht, ist alles schön sauber. Hier zum Beispiel sieht man überhaupt keine Kieselalgen. Hat die Schnecke alles weggeputzt. Ja, die Anemone hat sich auf die Rückseite des Riffaufbaus verkrochen,
hat da jetzt ihren Platz gefunden, bewegt sich auch nicht mehr. Ja, aber man sieht sie natürlich auch nicht von vorne. So, an Tag 15 habe ich dann auch mal den Eiweißabschäumer eingeschaltet. Also, wer es nicht kennt, das ist so ein Gerät, der schäumt im Prinzip das Meerwasser auf über Luftbläschen. Und dann hat man oben so einen Topf, so einen Überlauf, wo der Schaum im Prinzip dann oben ja so rüberläuft in so einen Behälter. Und da sammeln sich dann diverse Schadstoffe drin, die man dem Becken dann entnehmen kann. Ja, hier sieht man hier meinen super Technikschrank. Ja, natürlich alles tippitoppi ordentlich hier, wie das sein muss. Ja, kleiner Scherz. Aber hier das Herzstück, die Steckdosenleiste mit den einzelnen Schaltern, finde ich echt mega. So, Abschäumer mal ausgeschaltet. Und dann nehmen wir den Behälter hier mal ab. Gucken mal, was sich so angesammelt hat. Ich gieße das hier mal extra auf einen weißen Teller drauf, damit man es ein bisschen sieht. Ja, man sieht auf jeden Fall schon eine deutliche Verfärbung. Es ist schon ein bisschen Schmodder, der sich da angesammelt hat. Obwohl ja in den Becken noch keine Fische drin sind und sowieso eigentlich nicht viel Dreck entsteht. So, wieder schön sauber gemacht den Behälter, wieder draufgesteckt. Und hier an der super tollen Steckdosenleiste, klack, wieder eingeschaltet, den Abschäumer. Und dann sieht man es auch schon, hier bildet sich wieder neuer Schaum. Ja, man kann das Ganze auch so ein bisschen einstellen, den Luftdurchfluss im Prinzip und damit auch die Schaumbildung. Also man kann ihn etwas nasser oder etwas trockener einstellen, das muss man dann für sich einfach so ausprobieren. Bei mir läuft der Abschäumer hier fast auf Minimum Schaumbildung. Ja, jetzt sieht man hier die Kieselalgen mal wieder, breiten sich hier munter aus. Der Euphylia geht soweit gut, Alveopora schwächelt nach wie vor. Der Anemone geht soweit gut, hat sich nur leider halt wie gesagt auf die Rückseite des Riffs verkrochen. Ja. Zwischendurch immer mal den Salzgehalt nochmal messen. Ich dachte mir, der Abschäumer, der entzieht dem Becken ja auch Wasser und ich vermute mal auch Salz. Da muss man es dann auch irgendwann mal wieder nachfüllen. Ich habe es hier einfach nochmal kontrolliert und habe den Wert von 1,022 gemessen, was immer noch im grünen Bereich ist. Ja, an Tag 17 dann auch mal hier ein bisschen geputzt. Ja, hier mit so einem Klingenschaber, also quasi so eine Rasierklinge ist da dran. Ja, man braucht da keine große Angst haben, man verkratzt damit die Scheibe nicht. Es sei denn, man hat jetzt ein Acrylbecken, dann sollte man das Ding auf keinen Fall verwenden, aber bei Glasbecken soweit kein Problem und man kriegt ja wirklich schön den Dreck mit abgekratzt. Na, alternativ gibt es ja auch diesen Magnetreiniger, aber ich mache das lieber eigentlich hiermit. So, dann habe ich mir hier ein bisschen Korallenfutter bestellt, das Reefroids aus Amerika. Mir sagen lassen, das soll auch sehr gut sein. Ja, nimmt man so ein bisschen Aquarienwasser in ein Glas. Ja, liest sie mal drauf, was da hinten alles so drauf steht. Wird ungefähr empfohlen für 100 Liter Meerwasser ein Viertel Teelöffel von diesem Pulver zu nehmen. Das passt bei mir für beide Aquarien, also quasi 35 Liter plus 65 Liter. Also kann ich mir das hier gleich für beide Aquarien anmixen. Ja, dann rührt man das hier schön durch. Schwenkt das Ganze nochmal ein bisschen, so dass es sich schön auflöst im Wasser, weitestgehend. Ja, und dann habe ich hier so eine schöne große Pipette mir besorgt, wo man das dann halt so reinziehen kann. Mit der kann man natürlich dann super ins Becken rein zu den einzelnen Korallen, ohne dass man da groß mit den Händen rein muss.
So, sollte man die Strömung ausmachen, wenn man die Korallen jetzt direkt füttert. Hier ist jetzt schon ein bisschen was raus, weil ich vorher das andere Aquarium auch damit gefüttert hatte. Ja, und dann gibt man hier vorsichtig so ein bisschen von dem Plankton quasi auf die Korallen drauf. Man kann natürlich auch bei laufender Strömung das einfach so ins Becken geben. Dann verteilt es sich und die Korallen holen sich auch was. Aber für die intensivere Fütterung ist es so auf jeden Fall empfehlenswerter. Ja, dann an Tag 18 war es mal Zeit, die Wasserwerte zu testen. Ja, bevor man dann Fische einsetzt, sollte man das auf jeden Fall machen, um sicher zu gehen, dass ja, keine hohe Schadstoffbelastung mehr im Becken ist. Ich habe hier so einen Testkoffer, so ein Set quasi hier von JBL Pro, extra für Meerwasser-Aquaristik. Ja, damit kann man hier so die gängigsten Parameter erstmal messen. Sind lange nicht alle Parameter, die man für so ein Meerwasserbecken auf Dauer messen sollte. Zum Beispiel fehlt hier Calcium und Magnesium. Aber man kann erstmal so die gängigsten Werte für den Start hier durchmessen. So, ich habe dann hier die folgenden Werte gemessen und habe festgestellt, dass die Carbonathärte zu niedrig ist und der Nitratwert zu niedrig ist. Also im Prinzip müssten mehr Nährstoffe in das Becken rein. Ja, es geht zum Beispiel gut in Form von Fischfutter oder Korallenfutter. Ja, und die Carbonatwerte müssen auch etwas erhöht werden. Das geht ganz gut mit dem Produkt All for Reef von Tropic Marine oder einfach ein Carbonathärte Plus Produkt, zum Beispiel von Colombo. Ja, dann habe ich hier wirklich das erste Mal in meinem Leben hier ein Paket bekommen mit lebenden Tieren drinne quasi. Aber keine Angst, da springt jetzt keine Katze aus dem Karton oder so, sondern ich habe mir hier nochmal eine etwas größere Anemone bestellt. Weil die Anemone, die ich zuerst reingesetzt hatte, ja, die ist nach meinem Empfinden doch etwas zu klein für die Haltung von einem Anemonenfischpärchen, was ich ja gerne hier halten möchte in dem Aquarium. Ja, ich habe hier die Anemone bei communitycorals.de bestellt. Wie gesagt, war für mich echt mal Premiere. Und zwar ist das eine Anemone von einem anderen Aquarianer, der im Prinzip ja diese Anemone angeboten hat, weil sie sich bei ihm geteilt hat, also quasi vermehrt hat. Und jetzt wird die dann auf diesem Portal angeboten. Also das ist eine nachhaltige Geschichte, auf jeden Fall kein Wildfang. Finde ich super. Und ich muss sagen, war echt super gut verpackt, das Ding. Auch so eine Heizpads mit drinne gewesen. Dann hier nochmal jede Menge Isoliermaterial. Also da wurde echt nicht dran gespart. Ist natürlich auch viel Müll hinterher. Aber wichtig ist ja, dass die ja, Tiere bei einem lebendig und ja, gesund ankommen, ne? Dann ist das Ganze hier nochmal in so eine Wärmedecke eingewickelt, die man eigentlich aus dem Verbandskoffer vom Auto so kennt. Ja, und irgendwo da drinnen versteckt sich dann ja, die Plastiktüte der Anemone drin. Sogar nochmal eine doppelte Plastiktüte gewesen, habe ich gesehen. Auch nochmal doppelt gegen Auslaufen geschützt. Ja, und was soll ich sagen? Es ist echt ein schönes Tier. Guckt euch das an. Ein riesen Ding. Ne? Ich denke, das eignet sich doch gut für ein Anemonenfischpärchen. Ja, es war auch noch so ein bisschen Aktivkohle mit drinne. In der Tüte, ich denke mal, das verbessert noch die Wasserqualität beim Transport. War auch eine gute Sache. Also, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen.
der Community corals.de Tiere zu bestellen. Für mich war es das erste Mal und ich bin echt zufrieden. So, dann habe ich hier Strömung ausgestellt, sollte man machen, ne, wenn man die Anemone einsetzt, und dann hätte ich sie gerne hier natürlich zentral im Becken. Habe ich sie erstmal draufgesetzt. Also man kann die ruhig anfassen, die Anemone. Ja, wer sich jetzt nicht traut, muss sich halt Handschuhe anziehen. Aber im Normalfall passiert da nichts. Ja, dann setzt man die da hin an die gewünschte Stelle, wo man sie denn gerne hätte. Lässt die Strömung aus. Ja, und gibt der Anemone etwas Zeit, ihren Fuß im Riff zu befestigen. Hier sieht man den Prozess im Zeitraffer, ne, wie quasi die Anemone jetzt anfängt, ihren Fuß in das Gestein reinzugraben, sich festzusaugen, ne, ähnlich wie eine Schnecke, so kann man das ungefähr vergleichen, saugt die sich da jetzt fest. Das heißt auch nicht, dass die an der Position unbedingt bleibt, also so eine Anemone, die kann auch von sich aus kriechen, quasi wirklich wie eine Schnecke. Also sie sucht sich quasi dann ihren Platz. Ja, aber hier in meinem Fall ist die Anemone doch zumindest fürs Erste erstmal an der Stelle sitzen geblieben. Ich bin gespannt, ob das auch so bleibt. So, dann nach einiger Zeit, vielleicht ungefähr 10 Minuten, kann man dann auch die Strömung langsam mal wieder anstellen. Und dann sollte man schauen, ob die Anemone quasi ja, an ihrem Platz bleibt oder jetzt anfängt durchs Wasser zu schweben, weil im zweiten Fall hätte sie sich halt dann noch nicht richtig festgemacht. Aber hier, wie man sieht, sie bleibt sitzen und ist gut mit ihrem Fuß im Riff verankert. Ja, hier sieht man das auch nochmal gut. Pokilopora hat so leicht weiße Stellen oben an den Spitzen. Ich hoffe, das ist nicht der Vorbote einer Korallenbleiche, sondern sind nur die Stellen, wo ich sie beim Festkleben berührt habe. Bei der Goniopora geht es sichtlich immer noch gut. Gefällt mir hier von den Steinkorallen in den Becken bis jetzt am besten, was die Performance angeht, sag ich mal. So, dann an Tag 20. Dann soweit. Wie gesagt, der Nitratwert ist fast nicht nachweisbar im Becken, also wird es Zeit, dass hier Nährstoffe ins Becken reinkommen. Und das geht natürlich am besten, wenn man auch Fische drin hat, die auch regelmäßig gefüttert werden. Also dachte ich mir, nach langem Hin und Her überlegen, kaufe ich mir doch jetzt welche. Ja klar, man kann natürlich immer noch warten und das Becken noch besser einfahren lassen. Aber ich denke, wenn die Schadstoffe so weit runter sind und das Becken jetzt auch knappe 3 Wochen läuft, dann kann man schon anfangen, die ersten Fische reinzusetzen. In meinem Fall sind es ja auch nur 2. Ja. Dann habe ich die beiden Süßen hier vorsichtig in so einen Messbecher erstmal reingesetzt. Oh, hier sind sie beide. Zwar handelt es sich hier um Amphibion Percula. Das ist der echte Clownfisch. Ne? Nicht zu verwechseln mit dem falschen Clownfisch, der quasi ja, als Vorbild für die Nemo-Vorlage diente. Der echte Clownfisch hat ein bisschen mehr Schwarzanteil mit drin als der falsche Clownfisch. Sieht aber ansonsten fast genauso aus. Also ich finde die Percula persönlich ein bisschen schöner. So, dann sollte man, wenn man neue Fische kauft, die natürlich vorsichtig an das Aquariumwasser gewöhnen. Also ich schütte immer hier in gewissen Abständen von 10 Minuten oder 5 Minuten ja immer ein Glas von dem Aquariumwasser
langsam in den Messbecher rein, bis irgendwann ein Vielfaches des Wassers in den Messbecher quasi aus dem eigenen Aquariumwasser besteht. Das kann man jetzt hier beliebig oft wiederholen. Ich bin aber auch kein Freund davon, quasi hier von stundenlanger Umgewöhnung, weil es ist auch immer Stress für die Tiere, hier in so einem kleinen Behältnis rumzuhocken. Und ich denke, das Ganze sollte in einer Viertelstunde oder in 20 Minuten über die Bühne gelaufen sein. Ja, manche machen das auch mit so einem Schlauch und tropfen langsam Wasser aus dem Aquarium quasi in den Behälter rein. Das kann man natürlich auch machen, aber ich habe eigentlich hier so ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, da ist auch schon der erste. Willkommen in deinem neuen Zuhause, würde ich sagen. Er ist auch gleich zur Anemone hingeschwommen. Mal kurz, aber dann doch wieder umgedreht. Ja, schade eigentlich. So. Der andere auch noch rein. Das ist ja der größere, ne? Der größere Fisch wird immer zum Weibchen automatisch. Also die Anemonenfische, die können ihr Geschlecht quasi wechseln. Der größere, stärkere Fisch wird immer zum Weibchen und das nächst stärkere Exemplar wird quasi dann zum dominanten Männchen. Im Aquarium empfiehlt sich auf jeden Fall die Pärchenhaltung, also nur zwei Exemplare zu halten. Ja, und in meinem Fall handelt es sich hier auch um eine deutsche Nachzucht. Finde ich persönlich sehr wichtig, dass man darauf achten sollte, dass man jetzt hier keine Wildfänge kauft, sondern Anemonenfische werden mittlerweile ausreichend nachgezüchtet in Deutschland oder auch überall auf der Welt. Und das ist hier auch schon ein eingefleischtes Pärchen sozusagen. Die beiden leben auch schon länger zusammen in einem Becken. Kennen sich also auch schon. Ja, die habe ich hier quasi so als Pärchen erworben. Ja, ich freue mich total und hoffe natürlich, dass jetzt alles gut geht und die beiden sich hier wohlfühlen und mit dem Becken soweit auch alles hinhaut, so wie ich mir das vorstelle. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und weitere Videos über das Becken veröffentlichen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mir ein Abo dazulassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Macht's gut!